Okay, hallo alle zusammen. Ich musste gerade noch mal einen Schluck trinken. Ich trinke es lieber später. Nicht, dass es sonst unhöflich ist. Hallo, hallo, hallo. Und zwar habe ich heute... Nein, ihr seht mich jetzt zwar wieder ungeschminkt, aber das hat einen Grund, weil ich heute einen Tag drehen werde. Oh mein Gott, ich habe schon so lange keinen Tag mehr gedreht und ich bin total happy, weil es ist mal wieder mal so eine Abwechslung und... ich wurde von That's Hard getaggt, einer super lieben Freundin, die ich in den USA kennengelernt habe und auch auf YouTube sehr bekannt ist. Und hier könnt ihr ein Video von ihr sehen und sie hat mich getaggt. Sie hat den No Mirror Makeup Challenge Tag gemacht. Das heißt sowas wie Schminken ohne Spiegel Tag. Oh mein Gott, ich habe noch nie Make-up aufgetragen ohne Spiegel. Und ich werde auch gleich meinen kleinen Mini-Display umklappen, sodass ich nichts mehr sehe. Oh Gott. Und ich denke, ich starte jetzt. Ich sollte lieber noch ein, bevor ich jetzt anfange, ein Glas, wie nennt man das? Ein Stück nehmen. Okay, ich trage jetzt meine Foundation auf. Meine Hello Flawless. Oh mein Gott, jetzt kann ich... Das ist so cool. Da sieht man mal, wie begabt man ist, in Wirklichkeit. Okay, ich trage das mit den Fingern auf. Ich glaube, da habe ich mehr Kontrolle. Oh Gott. Okay, jetzt weiß ich nicht. Okay, ich habe das jetzt auch mal auf meine Augen aufgetragen, was ich sonst nie mache. Scheiße. Okay, das reicht jetzt erstmal und werde jetzt direkt auf den Concealer. Genau, Concealer. Concealer, Concealer. Hier. Okay. Mit den Fingern. Ich trage heute alles mit Fingern auf. Also, jetzt hier mal schön unter den Augen. Oh mein Gott. Das ist... Ich komme mir so komisch vor. Nein, das spiegelt nicht mal in der Linse. Also, okay, ich weiß jetzt nicht, ob es gut verblendet ist. Also. Und um meine Nase herum. Ich weiß nicht, wie ich machen muss. Okay, jetzt nehme ich den Paint Pot, trage ihn hier auf. Ich komme mir so blöd vor. Okay, ich glaube, ich habe es verschmiert. Oh nein, mein Finger. Ich habe den falschen Finger genommen dafür. Nein. Okay. Oh, ich habe es auch bekommen. Jetzt werde ich meine Naked Palette nehmen. Heute mal die Naked Palette und werde erst Half-Baked nehmen, weil ich heute einen goldenen Make-up-Look auftragen möchte. Und zwar hier, okay. Oh mein Gott. Hier mache ich das, nicht, dass ich reingucken kann. Oh mein Gott, ich habe keine Kontrolle. Nein, sonst bin ich doch so ein Control-Freak. Oh mein Gott. Okay, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß, dass das sehr viel bröselt. Oh Gott. Und ich... Okay. Ich denke, das reicht. Als nächstes werde ich diese dunkle Farbe nehmen. Wie heißt die Farbe? Snake Bite. Bite, genau. Und jetzt werde ich... Nein, ich nehme einen anderen Pinsel dafür. Du brauchst einen anderen Pinsel. Hier, den hier. Den Pinsel werde ich dazu nehmen und gehe hier rein. Die ist dunkel und trage den jetzt... hier auf. Oh Gott. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu viel aufgetragen habe. Oh Gott. So, andere Seite. Ich war noch nie so schnell fertig mit dem Schminken. Beziehungsweise, oh Gott. Normalerweise brauche ich beim Verblenden länger, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es verblendet ist. Ich denke mal. So. Okay, jetzt habe ich es so weit reingebracht. Oh Gott. Und jetzt noch. Welchen Pinsel brauche ich noch? Ich brauche dich, lieber Pinsel, damit ich es am unteren Wimperkranz auftragen kann. Dieses Dunkel, weil ich schaue nicht in den Spiegel. Und, oh Gott, am Wimpernkranz. Am Wimpernkranz. Am Wimpernkranz bleiben, Kind. Bleib am Wimpernkranz. Bleib am Wimpernkranz. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Okay, es wird ein guter Smoky-Look. Ich hoffe es mal. Okay. Ich habe zu dunkle Farben, glaube ich, genommen. Nein! Und jetzt als für was brauche ich noch was?
Zum Highlighten unter meiner Augenbraue werde ich eine ganz, ganz helle Farbe nehmen. Die heißt Booty Call, ein ganz helles. Und trage das hier oben auf. Oh Mama, ich krieg das nicht hin. Ich bin so gespannt, was Sammy sagt. Ich werde ihn gleich rufen. Und sagen und fragen. Und kann deine Schwester schminken? Okay, jetzt passt das so, hoffe ich. Was fehlt noch? Es fehlt, oh Gott, nein, Gel-Eyeliner. Wieso habe ich keinen Flüssig-Eyeliner? Gel-Eyeliner, dazu werde ich so eine enge Brush nehmen von Sigma. So, oh Gott. Gott bewahre, dass ich jetzt nicht in mein Auge reinsteche. Okay, ich weiß nicht. Wo ist mein... Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich versuch's mal jetzt so. Oh mein Gott. Krieg ich's hin? Bitte sagt mir, dass ich's hinkrieg. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, der schwerste Teil. Eyeliner auftragen. Oh nein. Ich mache meine Augenbrauen immer zum Schluss, nur dass ihr es wisst. Oh nein. Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Ich zittere mittlerweile schon fast, weil ich Schiss habe. Nein! So. Oh mein Gott. So, nächstes Auge. Als hätte ich vier Augen, so rede ich gerade. Irgendwie komme ich mir so vor, als ob ich nicht am Wimpernkranz bleiben kann. Was ist los? Nochmal. Nochmal auftragen. Ich glaube, brauche ich nochmal eine Runde. Jetzt den Winged Eyeliner. So. Ich habe so Angst, dass ich mein Auge steche. Ach. So. Und jetzt brauche ich... Soll ich meine Wimpernzange benutzen? Nein, ich benutze eigentlich nie eine Wimpernzange. Jetzt werde ich Wimperntusche nehmen und die auftragen Clinique High Impact Mascara. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Gott! Wieso tut mein Arm langsam weh? Vom Hochhalten. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Nicht, dass das heißt, du schaust irgendwo auf einen Punkt und das ist ein Spiegel. Nein, ich sehe keinen Spiegel. Oh Gott. Okay, jetzt unterer Wimpernkranz. Ich glaube, ich hätte dezentere Farben nehmen müssen für den Lidschatten. Ich glaube, ich habe es total versaut. Okay, es reicht so. Jetzt werde ich dann noch meine Augenbrauen nachziehen. Also ich kämme sie erstmal eine Runde. Ich hoffe, ich treffe meine Augenbrauen. Jetzt muss ich ganz langsam mit meinem Brow Wiz drüber gehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Wo sind meine Augenbrauen? Okay, ich spüre gerade, wenn ich durch die Härchen gehe. Oh Gott. Nein! Lieber Gott. Nein. Hier? Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich die ganze Zeit Gott rufe. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Hier. Oh Gott, oh Gott, schon wieder. Meine Narbe, die muss ich doch irgendwie abdecken. Let's see. Jetzt noch ein bisschen durchkämmen. Mein Gott. Ich vermehre mich bestimmt hier. Jetzt Bronzer auftragen. Juhu, das wird was. Also Bronzer, dazu nehme ich meinen Hula. Hulili, ich liebe den. Hier ist auch ein kleiner Spiegel, aber ich gucke nicht rein. Okay, Oh Gott. Nochmal. Nochmal eine Runde. Das ist so komisch, man hat kein Gefühl mehr für die Menge. Nein! Hier. Okay, ich hoffe, der Bronzer ist jetzt nicht so intensiv. Ja, jetzt werde ich noch einen Blush auftragen. Aber ich nehme mal den hier. Guckt mal, wie stark der ist. Okay.
Grins. Grinsi. Apfelbäckchen machen. Und jetzt noch Lippenstift. Dazu nehme ich meinen Lip Butter von Revlon in der Nummer, beziehungsweise 80, Strawberry Shortcake. Ich glaube, die Lippen sind das Einfachste. Denke ich. Und dann jetzt noch Lipgloss auftragen. Dazu nehme ich Laura Mercier. Bare Pink heißt die Farbe. Über Lippen habe ich noch so die größte Kontrolle. Habe ich noch irgendwas vergessen im Gesicht? Ich habe jetzt Sammy gesagt, er soll ranzoomen. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Falsche Wimpern. Falsche Wimpern habe ich vergessen. Oh mein Gott. Also, ich brauche jetzt erstmal meinen Duo-Kleber. Und ich nehme die Red Cherry in der Nummer 43. Und mir wird es gerade langsam warm. Jetzt muss ich ein bisschen warten, bis er trocknet. Und währenddessen mache ich, glaube ich, ein bisschen Highlighter drauf, wie schon vorher gesagt. Hallo? Achso, wie wäre es mit anderer Seite? So. Jetzt auch wieder ein Spiegel, aber ich nehme dazu diesen Pinsel. Und trage das jetzt mal hier auf. Nase hier. Hier. Irgendwann reicht. Ich muss später richtig anzoomen, damit ihr mal seht. Weil ich glaube, das Licht hier ist so intensiv, dass ihr das nicht wirklich erkennen könnt. Aber jetzt noch. So, jetzt die Wimpern auftragen. Wie rum? So rum. Oh Gott, es kommt auf dieses Auge. Ich muss runter gucken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Ich spüre sie nicht am Wimpernkranz. Oh Gott, wie motorisch bin ich denn heute beeinträchtigt? Kann ich nicht mal reden. Bewegen. Oh oh. Okay. Ich spüre es am Auge hier. Oh mein Gott. Nächstes Auge, damit ich es schnell hinter mich bringe. Nein! Ein bisschen trocknen. Und jetzt dann der Final Touch. Okay. Wusa. Bing. Okay. Runtergucken. Ah, hier spiele ich so einen Wimpernkranz. Schaut ihr? Nein, ich sehe es nicht. Oh Gott. Ich spiele es am unteren Auge. Was ist los? Okay. Oh mein Gott. Ich spiele es so unten. Am unteren Wimpernkranz. Meine Finger sind voller Make-up. Okay. So, ich bin fertig. Und jetzt wird... Ah! Sammy! Kannst du mal kurz kommen? Please! Und sag mir, ob deine Schwester ein Talent ist. Hä, hey, das sieht doch voll gut aus. Willst du mich veräppeln, meine Wimpern? Ich spüre sie unten. So. Aber hey... Nimmst du auf? Ja, ich kann mich immer noch nicht. Ach so, scheiße. Okay. Ja, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Hallo. Okay, jetzt ist das Licht. Wimpern, ich zoome mal kurz ran. Also dafür, dass ich ohne einen Spiegel schminken musste, Mädels und Jungs. Es geht trotzdem nicht. So könnte ich trotzdem nicht rausgehen. Ich musste meine Wimpern nochmal auftragen, weil die kleben nicht richtig. Ich spüre sie hier unten. Guck, die kleben hier unten. Ein Verbund an unteren Wimpern und oberen Wimpern. Und hier auch die Hauptpartie, die Augen habe ich nicht wirklich hingekriegt. Aber ein Tonstift würde ich sagen, das hat gepasst. Wie gesagt, lasst es mich wissen, wenn ihr mehr solche Tags haben möchtet. Und postet mir all die Tag-Vorschläge in den Kommentaren und meine Augen, die kleben zusammen. Oh mein Gott, ich kann sie nicht mal richtig öffnen. Und ja, wie gesagt, Tag-Vorschläge. Und besucht mich auf meinem Blog. Da werde ich, also poste ich auch tagtäglich was. Und Fashion-Posts vor allem. Also für die, die immer sagen, oh mein Gott, ich möchte wieder einen Fashion-Post von dir sehen. Auf meinem Blog, dorian.blogspot.com, findet ihr da ganz viel. Und alle Links findet ihr unten. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Und das nächste Video kommt auch schon bald. Ich denke mal in 3 Tagen oder 2 Tagen. Ich weiß noch nicht genau. Aber auf Twitter und Facebook... gibt 10 Tag Posts und da informiere ich euch immer. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und ich liebe euch und Cyberhug. Yay! Bis zum nächsten Mal. Ciao!